Hey meine Lieben, wenn ihr dieses Video seht, liege ich höchstwahrscheinlich gerade auf Mallorca am Pool. Die aktuellen Energien fordern mich nämlich gerade so stark, so hart, die aktuellen Prozesse, die Vollmondenergie, ich habe entschlossen, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend eine Auszeit, einfach nur um mich zu sammeln, um mich wieder neu zu orientieren, um mich wieder zu sortieren in mir, um mich herum, das Gesamtpaket quasi. Und aus diesem Grund kommt jetzt heute dieses Video und das Animus und das Anima-Orakel, das wird ausfallen. Je nachdem, wie es aussieht mit Internet auf Mallorca, werde ich dann Videos hochladen, einfach nur prozessbegleitend oder euch ein paar Bilder schicken oder dergleichen. Also so sieht die Planung aus, okay? Ich bin mir nicht sicher, wie stabil das Internet dort ist, wie flüssig, deswegen will ich jetzt hier keine leeren Versprechungen abgeben, okay? Wir werden es sehen, wenn ich tatsächlich etwas poste, das bekommt ihr dann mit. Genau. Was wollen wir jetzt heute noch gucken? Wie sieht es aus hier in den Energien innerhalb der Seelenverbindung? Was gibt es hier zu wissen, zu erfahren? Ich möchte gar keine konkrete Frage stellen, sondern einfach mal schauen, was sich hier zeigt. Für dich, für dein Gegenüber. Die erste plumpst schon raus. Die Sieben der Schwerter. Oh. So viel zum Thema, ich flüchte, ne? Ich flüchte. Nee. Ich habe hierzu eine andere Energie aufbrodeln, deswegen warte ich mal kurz noch auf die umliegenden Karten. Oh. Also die Sieben der Schwerter in Kopflage, der Narr in Kopflage, die Sieben der Stäbe. Ich mache mir die Reihe voll. Dann haben wir die Sechs der Kelche und die Königin der Münzen. Und unter dem Deck haben wir den Ritter der Münzen. Ich habe doch gesagt, die Energie geht in eine komplett andere Richtung, als hier die erste Karte vermeintlich aussagt. Ich habe hier nämlich dein Gegenüber, deinen Schatz, marschieren in deine Richtung. Yay! Hat diese grottige Energie in der letzten Zeit jetzt wirklich was bewirkt? So, gehen wir mal ins Detail. Ich habe hier quasi diese Flucht oder den Betrug, eventuell diesen Selbstbetrug, habe ich blockiert. Man kann nicht einfach blind hier irgendwo hingehen, beziehungsweise abhauen, sich ablenken oder sonstiges. Es geht hier darum, seine Mitte zu finden. Und glücklicherweise sieht es nämlich so aus bei deinem Schatzi-Putzi-Herzi-Menschen, dass der in diesem ganzen Chaos doch durch irgendetwas, nicht durch irgendetwas, ich möchte gleich hier mal nachhaken, um was es geht, also erstmal weiter im Text, durch irgendetwas hier in seine Mitte findet. Wir haben die Erinnerungen auch mit drin, wir haben dich als Seelenpartner mit drin, also du hast hier schon einen enormen Einfluss, wie immer natürlich, ja, nach wie vor, als Königin der Münzen, wie immer auch im allgemeinen Orakel, egal ob du mir hier als Männlein oder Weiblein zuschaust, diese Königin der Münzen steht für deine Energie. Selbst dann, was ja möglich ist, wenn es dir gerade genauso geht wie mir in dieser Zeitqualität, dass du komplett aufgelöst bist und dass du eigentlich nicht das Gefühl hast, in dieser Münzköniginnen-Energie zu sein, wo du dir denkst,
Ich bin hier alles andere als stabil. Ich bin alles andere als bodenständig. Fürsorge, was ist das? Selbstfürsorge, hä, habe ich noch nie was davon gehört. Ich habe gerade nichts, was ich geben kann. Ich habe gerade nichts Nährendes. Selbst wenn du dich gerade so fühlst oder wenn es dir den Anschein macht, lass dich nicht täuschen, weil ich kann jetzt nur mich hier als Beispiel nehmen. Ich bin gerade oder in dieser Zeitqualität komplett aufgelöst. Es ist so, als würde alles in mir sich zerteilen, abspalten. Ich kann es nicht mal in Worte fassen für dieses Bild. Ja? Vielleicht habe ich versehentlich eine Zerstückelungsreise gemacht und die nicht abgeschlossen. Keine Ahnung. Und doch, in all diesem Chaos spüre ich, wie sich mein Fundament verhärtet, ja, aber verhärtet im positiven Sinne, dass es immer stabiler wird und stabiler wird, von einem Augenblick zum nächsten. Es fühlt sich auch teilweise so an, als würde dieses stabile Fundament, diese Grundstabilität in mir, alles von mir abspalten, was nicht mehr zu mir gehört. Was mich klein hält, was mich unterdrückt, was mich vielleicht aus meiner Mitte immer gerne mal rausbringt, aus dieser Stabilität. Kurz zur Klärung. Da hat wohl das Universum ganze Arbeit geleistet. Ja, das Universum persönlich oder in Form von irgendwelchen Engelchen, die hier zu deinem Gegenüber gesandt wurden. Weil wir haben hier nämlich die Reinigung, die Klärung. Ich habe nur zur Erinnerung, ich habe jetzt wieder viel dazwischen geredet. Ich wollte vorhin wissen, warum, was ist hier passiert? Warum kann er sich nicht wegflüchten? Warum kann er sich nicht ablenken? Wieso schafft er es gerade in seine Mitte? Also nicht, dass es jetzt irgendwie komplett abwegig wäre, ja, aber lieber einmal zu viel nachgehakt als zu wenig. Und unter dem Deck haben wir hier diese Öffnung, das Erhalten, das Annehmen, das Geschenk. Ja. Ihr Lieben, wir wissen, das Geschenk in Form eines Turmes ist nicht die angenehmste Art und Weise oder ist nicht das angenehmste Geschenk, das man sich wünschen kann. Aber solange man daran wächst, solange es einem etwas bringt, her damit, definitiv. Und somit ist hier anscheinend etwas passiert, nicht anscheinend, sondern offensichtlich etwas passiert, was dir deinen Seelenpartner wieder näher bringt. Natürlich, ich habe es vorhin schon gesagt, hier die Karte unterm Deck im Outcome, der Ritter der Münzen, ja, so, ich gehe jetzt mal langsam eine Runde spazieren Richtung meinem Seelenpartner. Ja, es ist eine langsame Energie. Aber es ist eine beständige. Ich erinnere mich an irgendwelche vorigen Orakel, wo auch schon ganz oft dieser Ritter der Münzen kam. Ja, zwischendrin kam hier wieder Auszeit, die Komplettblockade. Okay? Die Sache ist aber die. Dieser Ritter der Münzen, ja, das ist die Energie deines Gegenübers. Er ist auf dem Weg. Selbst wenn es eine Woche Hü ist und die andere Woche Hot, selbst dann ist hier eine Beständigkeit drin. Ja? Das heißt, okay, kommt vielleicht eine Blockade auf, dein Gegenüber bleibt stehen, vielleicht geht dein Gegenüber sogar 1, 2, 3, 4, 5 Schritte wieder zurück. Aber das ändert nichts an diesem beständigen Weg. Zur Erinnerung. Nicht, dass du dir denkst, oh ja, ich freue mich und dann, ja, aber nächste Woche kommt bestimmt wieder irgendein anderer Blödsinn dazwischen. Ja, kann sein, mag sein.
Ich meine, wir gehen ja unseren Weg, wir machen unsere Erfahrungen, wir begegnen unseren Hindernissen, unseren Blockaden und Herausforderungen und unseren Schatten, um daran zu wachsen. Und so wie wir auch daran wachsen, so darf natürlich dein Gegenüber genauso daran wachsen und diese Herausforderungen, Prüfungen und Hindernisse an sich ranlassen und annehmen. Eieiei. Bekommen wir hierzu noch ein bisschen mehr Detail? Ein paar Kärtchen zur Klärung. Okay. Die anderen wollen mit. Dann machen wir das doch. So flexibel sind wir doch. So. Was haben wir hier? Die Zwiespältigkeit. Die Zwiespältigkeit fällt auf die 7 der Schwerter. Ja, dieses, die blockierte Flucht quasi oder die Flucht in eine bestimmte Richtung, die Flucht in die Vergangenheit. Da ist diese Ego-Thematik mit drin und sicherlich auch gewisse Dritteinflüsse. Ihr Lieben, diese Dritteinflüsse kann natürlich wie immer alles bedeuten. Das können Süchte und Abhängigkeiten sein, das können Familienthemen sein, Familienangehörige, Freunde, Bekannte, die hier vielleicht in diese Seelenverbindung sich einmischen, hier mitreden. Der Dritteinfluss kann natürlich auch für den Beruf stehen. Also, ich zeige mal kurz das Bild hier, ja. Wo du hier stehst und dein Gegenüber steht hier aber zu diesem Zeitpunkt noch zwischen den Stühlen oder weiß einfach nicht wohin oder der Kopf sagt hier lang, der Kopf sagt hier lang, das Herz sagt da lang, was mache ich jetzt? Okay? Dieses Gewitter im Kopf, Dings, das haben wir bei deinem Gegenüber auch jetzt in den letzten Legungen immer gerne mal gehabt. Und das war so dieser Ausgangspunkt. Nur, wenn man hier an dieser Weggabelung steht, weiß ja jeder oder erkennt jeder Mensch früher oder später, naja, also stehen bleiben kann ich nicht. Ich muss mich jetzt für einen Weg entscheiden. Ob jetzt dein Gegenüber sich erstmal für den Weg des Verstandes entscheidet oder für den Herzensweg, ja, je nachdem, wer hier was redet, tut im ersten Moment nichts zur Sache. Hauptsache, dieser Mensch setzt sich in Bewegung. Weil, wenn nach ein paar hundert Metern dieser jemand feststellt, ich glaube, das war die falsche Richtung, dann hat er immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen an diese Kreuzung und sich neu zu entscheiden für eine neue Richtung. Aus diesem Grunde, wow, und ich kriege hier gleich 5 Karten. Für den Narr in Kopflage haben wir bekommen, achso, übrigens, die Zwiespältigkeit war die 52, ja, falls du mit den Zahlen arbeitest. Für den Narr haben wir die Untreue bekommen, die Nummer 70. Wie es schon wieder zusammenpasst, ich freue mich gerade so für dein Gegenüber. Dieser Richtungswechsel, wo soll ich hin? Dieser Punkt am Scheidepunkt, oh Gott, was soll ich nur machen, was soll ich nur tun? Und dann die Konfrontation, ja, die Karte, die Untreue. Die Untreue steht natürlich hier für Verrat, für Betrug, für die Untreue, aber die Energie darin ist jetzt nicht bezogen auf eine andere Person oder sogar auf dich, sondern die Untreue sich selbst gegenüber, der Verrat sich selbst gegenüber. Ich meine, es ist ja schon ein Verrat, sage ich jetzt mal, wenn
Sein Herz sagt, oh, du bist seine Göttin zum Beispiel. Und der Verstand sagt, oh nein, und ich habe Bindungsängste und Verlustängste und Elternthemen und sonstige. Ich habe keine Zeit, keine Lust oder irgendwas, ja. Und er hört dann in diesem, oder für diese Entscheidung hört er auf seinen Verstand. Dann ist es Verrat an sich selbst, dann ist es Verrat an seiner Herzstimme. Und das ist das, was sich hier durchbohrt. Und es fühlt sich sogar so an, als hätte dein Gegenüber so ein schlechtes Gewissen sich selbst gegenüber, dass er sich hier doch so verraten hat und dadurch als Folge natürlich auch dich verraten hat. Und jetzt rate mal, was wir hier als Klärung bekommen für die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe, kurz zur Erklärung, das Deck, was ich hier habe. Die 7 der Stäbe, das ist ja eigentlich so diese Verteidigung, dieser Kampfgeist, ja, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, also da gibt es ja ganz, ganz viele Energien, die hier mit reinfließen, aber in diesem Deck, da geht es bei den 7 der Stäben darum, die eigene Mitte zu finden. Sich eventuell auch eine gewisse Mauer aufzubauen, um gewissen Angriffen oder Einflüssen nicht mehr ausgesetzt zu sein. Sich rauszunehmen, um zu sich selbst wieder zu finden. Okay? Nur mal hier als Erklärung. Und darauf fallen die Liebenden, die Nummer 29. Die Liebenden stehen hier natürlich auch für die Einheit von zwei Seiten, die Einheit in der Dualität, die Einheit zwischen Herz und Verstand und die Einheit, die ihr zwei miteinander bildet, innerhalb der Seelenverbindung. Und das ist eine Einheit, die besteht ja irgendwo immer. Also selbst wenn es sich hier zum Beispiel um einen oder um zwei Seelenpartner handelt, die in diesem Leben nicht dafür bestimmt sind, in eine Partnerschaft zu finden, ja, die vielleicht hier andere Verabredungen mit anderen Partnern gemacht haben vor der Inkarnation. Selbst dann seid ihr ja auf der Seelenebene eine Einheit. Wundervoll, wundervoll. Also, weiter. Für die 6 der Kelche bekommen wir die 69, die Desillusionierung. Das Bild, das hatten wir auch ganz oft in den letzten Legungen, wo ich gesagt habe, dein Gegenüber hat irgendwie von dir ein total falsches Bild oder ein verschobenes, ein verzerrtes, ein verrücktes Bild. Wisst ihr, was das bedeutet? Hier kommt die Klarheit durch. Hier kommt Klarheit rein. Und zwar nicht einfach nur so vom Kopf aus, so, ah, so ist das. Ja, ich rede hier nicht von Verständnis, etwas zu verstehen. Ich spreche davon, wie es ihm wie Schuppen von den Augen fällt. Ja, also mit Augen meine ich hier nicht die zwei, sondern das da hier. Okay? Das innere Wissen, die Weisheit, die Intuition. Er erkennt und er sieht dich mit anderen Augen. Was ist das hier für eine Energie in all diesem Chaos? Zeigt sich hier so ein starker und vor allem ein klarer und direkter Weg? Was bekommen wir für die Königin der Münzen? Da haben wir die 46, die Unabhängigkeit und die 4, das Empfangen. Die Königin der Münzen steht hierbei natürlich auch für die Unabhängigkeit. Und
Ein Schattenthema der Königin, der Münzkönigin, ist diesbezüglich dann natürlich auch die Bedürftigkeit, die Abhängigkeit, sei es jetzt emotional, materiell oder beides zusammen. Und hier tut sich schon wieder was auf. Und es... Okay, Moment, Moment. Ich komme gerade wieder hier ins Schludern. Ich will euch gerade wieder alle Energien auf einmal erzählen. Funktioniert nicht. So, Moment. Step by step. Kurz sammeln. Also, auf diesem ganzen Weg, da ist natürlich dein eigener Prozess mit inbegriffen. Ja? Also dein eigener Prozess der letzten Tage, Wochen, Monate ist bei jedem Menschen in ein unterschiedlicher Zeitraum. Hin, her, on, off, ja, stop and go. Und jetzt auf dieser Straße, quasi auf diesem Weg, ist dein Gegenüber gerade wieder quasi, also auf diesem beständigen Weg, auf dem Weg zu dir. In langsamen Schritten, aber er kommt näher. Dadurch, dass er hier in seine Klarheit gefunden hat, kommt bei dir auch wieder eine Energie rein, die Energie der Unabhängigkeit. Du empfängst vielleicht wieder mehr Energien von deinem Gegenüber, mehr Informationen, mehr Botschaften. Vielleicht ist der Kontakt wieder enger, ob jetzt auf energetischer Seelenebene oder in der Realität. Ist auch bei jedem unterschiedlich. Auf jeden Fall kommt hier wieder mehr auf dich zu. Mehr Information, mehr Input, mehr Botschaften, mehr Gefühl auch. Also es würde mich nicht wundern, wenn du hier von heute auf morgen, keine Ahnung, jede Nacht von ihm träumst auf einmal, ja, so auf einen Schlag. Oder wenn du plötzlich an ihn denken musst. Oder sogar, wenn du das Gefühl hast, so huch, er steht auf einmal hinter dir, ja, so in etwa. So, ich will damit sagen, so real ist diese Energie, sie ist spürbar. Es ist, als wäre der Schleier zwischen euch aktuell ganz, ganz dünn und löchrig. Ich meine, wir haben in den letzten Orakeln ja auch so diese Mauer gehabt, diese Distanz und nein, ich will nicht, ich kann nicht und ich lasse dich ja nicht an mich ran. Und dieser Schleier, dieses Netz, diese Fassade hat ganz schön viele Löcher und Lücken abbekommen. Ja? Durch diese Reinigung. Mega. So, was haben wir als Klärung für den Ritter der Münzen? Da bekommen wir die 65, die Abwehrhaltung. Das habe ich ja vorhin schon erklärt mit dieser Abwehrhaltung. Hier haben wir eine brutal starke Energie. Ich muss auch mal kurz das Bild zeigen, dass man das besser sehen kann hier. Da steht dein Gegenüber quasi, Achtung, zwei Reisegruppen. Für die eine Reisegruppe ist es das Gegenüber, das auf dem Weg ist, aber noch mit Ängsten besetzt ist. Weil ja, hier kam ein Eingriff, hier kam vielleicht ein Schicksalsschlag, ein Turmmoment, sonstiges, irgendwas, was ihn in die Reinigung reingezwungen hat, reingeführt hat oder dergleichen. Und somit ist er zwar auf dem Weg und offen, was kommt, aber er hat auch Angst. Deswegen hier auch für diese Reisegruppe ganz klar die Botschaft, / Bitte, auch wenn du gerade spürst, wie nah dir dein Gegenüber ist, pass bitte auf, dass du nicht zu schnell und zu viel auf ihn zugehst. Ja? Kann sein, du träumst 5-mal hintereinander von ihm und denkst dir, oh mein Gott, das ist ein Zeichen, ich schreibe ihm. Was kann passieren? Also, okay, ich rede erstmal den Satz zu Ende. Was kann passieren? Er macht die Schotten dicht, so, oh mein Gott, wie kommt die jetzt darauf, mir zu schreiben oder sonstiges? Ja?
was ich gerade noch reinbringen wollte. Du sollst bitte nie und nimmer Angst haben vor irgendwas. Ja, also ich möchte dir auch keine Angst machen, dass ich sage so, hey, melde dich ja nicht bei ihm, weil sonst macht er hier wieder die Schotten dicht. Nein, das muss natürlich jeder in seiner eigenen Verantwortung für sich selbst bewerten oder annehmen, diese Botschaften, die ich hier bringe, und dementsprechend natürlich auch eigenverantwortlich handeln. Und falls hier doch eine Angst hochkommt, so, oh mein Gott, wenn ich das mache, dann passiert das und das, dann lasse ich es lieber, dann nochmal die Bitte von mir persönlich, schau nochmal, was hier triggert in dir, beziehungsweise was dich hier in eine Unsicherheit reinstürzt. So, und jetzt für die andere Reisegruppe mit dieser Abwehrhaltung. Hier ist es deine Energie, wo natürlich auch dein Gegenüber gewisse Ängste eventuell hat. Ja, nicht jedes Gegenüberlein, aber gewisse Ängste, ob du überhaupt noch mit diesem jemand sprichst, ob du überhaupt noch offen bist für einen Kontakt oder dergleichen. Ja, also du siehst, hier sind so verschiedene Ängste und Zweifel sind hier noch mit drin. Deswegen wahrscheinlich auch diese Münzritter-Energie. So, lieber eine Nummer sicher, auf Nummer sicher, so heißt es, lieber auf Nummer sicher und Schritt für Schritt vorangehen, bevor er jetzt da irgendwo reinprescht und ja, so Stabritter des Feuers Energie, so wusch, hier bin ich, ding dong, let's go. Nee, Schritt für Schritt, okay? Auf stabilem Boden. Also er muss oder möchte hier unbedingt auf stabilem Boden laufen. Jawohl, ja. So, und dazu brauchen wir jetzt noch eine Herzbotschaft, beziehungsweise so viele wie eben abgeholt werden möchten. 3 plus die unterm Deck. So, also, wir haben die Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Gilt für dich natürlich. Triggert immer beide Seiten in einer Seelenverbindung, in einer Seelenpartnerschaft. Aber natürlich auch gilt diese Botschaft für dein Gegenüber, der hier durch die Reinigung, durch die Klärung spaziert. Ja, es ist ein langsamer Spaziergang, aber er ist in Bewegung. Und sich diesem Fluss hingibt. Ich muss gerade wieder denken, so, und dann bleibt er wieder stehen. Ja, haben wir alles. Ja, kann alles sein, kann alles vorkommen. Es gibt auch Seelenpartner, die hier in Resonanz sind und die von heute auf morgen aus dieser Münzritter-Energie rausspringen und auf einmal vor der Türe stehen, okay? Gibt's auch, gibt's alles. Dann haben wir die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Das ist nicht unbedingt die Manifestation von jetzt, das ist etwas, was schon sehr, sehr lange festgesetzt ist, feststeht, aus dem tiefsten Herzen. Dann haben wir, die Antwort lautet nein. Die triggert mich gerade an, die werde ich jetzt gleich noch klären. Weil da kommen mir ein paar zu viele gegensätzliche Energien. Deswegen machen wir erst kurz noch die Karte unterm Deck. Abwarten. Ja, ich weiß, genau auf diesen Begriff habt ihr gewartet. Abwarten. Überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Gilt natürlich auch wieder für euch beide. Eure beiden Energien sind hier mit drin, wo er sich natürlich einfach denkt, so, sicherer Boden, okay, Schritt für Schritt, nichts überstürzen, nicht einfach losrennen und an der Wand abprallen, sondern gemächlich, aber sicher. Und natürlich auch bei dir so, ich will aber jetzt sofort, ich will. Funktioniert nicht. So, my lovelies, die Antwort lautet nein.
Ich möchte das klären, damit ich hier nämlich eine klare Energie habe. Ist okay, wenn wir ein paar Eventualitäten mit reinnehmen, aber... Oh, was flutscht hier? Die Befreiung. Die Befreiung und die Zeichen. Es setzt sich gerade in mir fest wie so ein Knoten in der Herzgegend. Ja, also damit will ich nicht sagen, dass hier ein Nein noch im Raum steht von seinem Herzen, sondern hier sind gewisse Dinge im Außen, gewisse Zeichen noch, wo vielleicht du oder dein Gegenüber, sind beide Energien mit drin, denken könnte, ach, das ist doch eh schon vorbei. Der andere hat doch eh schon einen anderen Partner oder sonstiges. Ja, irgendwas, irgendein Bild im Außen, was falsch interpretiert wird. Oder wo man vielleicht zu viel rein interpretiert. Wo man sagt so, ah, keine Ahnung, du hast ein Foto gesehen von ihm, wie er... irgendwo steht mit einer anderen Frau, ja, und du denkst dir so, wow, jetzt hat er da eine neue und oh mein Gott und so ein Arsch, ja, so ungefähr, nee, und dann in Wirklichkeit ist es seine Schwester oder so, ja, also es kommt dann was komplett anderes dabei raus, das meine ich damit, also hier darf alles losgelassen werden, was man falsch versteht, um sich hier der Wahrheit, der eigenen Wahrheit hinzugeben. Diese Wahrheit kann dir natürlich kein Mensch sagen. Ja, ich kann dir deine eigene Wahrheit, kann ich dir auch nicht vorzeigen. Denn die trägst nur du in dir selber. Meine Lieben, ich drücke euch ganz fest und ich wünsche euch das Allerliebste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.